Ja, wir waren gerade noch im Livestream und haben hier übelst geerntet und geerntet und geerntet. Maisfelder haben wir geerntet. Und ja, guck mal da stehen sogar noch ein paar Karren voll mit Mais. Und wir haben auch noch ein bisschen mehr zu tun. Also packen wir's. Rein da in die Maisernte. Das sollte jetzt das letzte Feld sein, was noch zu erledigen ist. Und wenn das dann durch ist, ja, dann haben wir es doch. Das wär's doch. Also jetzt schön auf entspannt hier in die letzte Maisernte rein. Und dann sollten wir gleich drei weitere Aufgaben abgeben können. Also drei Aufgaben sind jetzt noch, oder Aufträge sind es gerade noch aktiv. Ein Riesenauftrag ist auch noch aktiv. Davon haben wir gerade hier die ganzen Geräte, oder ein großer Auftrag war es. Deswegen habe ich hier die ganzen Geräte. Und ich hatte nebenbei auch noch schön laufen lassen können. Mit einem eigenen Gerät, einen Gruberauftrag zum Beispiel, damit wir hier schön konstant eben auch noch die eigenen Geräte in Benutzung haben. So, ziehen wir mal hier weiter durch. Das sieht doch, glaube ich, ganz gut aus. Ja, und dann geht das los hier mit der Maisernte. Ich sage euch, das sieht auch einfach cool aus, ne? Wie der da einfach mit den Zähnen die ganzen Stangen sich so rein snackt. Zack, 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 zack. Ist schon ziemlich nice. Also, Maisernte läuft. Der Maisernter zieht hier schön seine Bahn. Was anfangs wirklich ein bisschen schwierig war, wir hatten die Felder relativ weit unten auf der Map. Dementsprechend musste ich eben kontinuierlich die Lastwagen sozusagen im Einsatz haben. Also der Maisernter, der wurde dann von einem Helfer gefahren und ich bin dann die Lastwagen gefahren oder hier die Anhänger gefahren. Denn das Abgeben ist oben bei Johns Markt gewesen. Also ganz oben links auf der Map. Und dementsprechend brauchte das natürlich alles immer ein bisschen Zeit mit der ganzen Hin- und Her-Gurkerei. Ich sehe aber, hier unten ist das auch eine ganz schicke Area. Immer hier mit so einem kleinen Bach, so einem kleinen Tümpel und so. Nicht schlecht, Alter. Da freue ich mich ja noch umso mehr auf den LS25, wenn das dann richtig schicke neue Maps gibt mit noch coolerer Atmosphäre und Lichteffekten und so. Da bin ich ja echt gespannt. Aber so, muss ich sagen, sieht das schon ganz ordentlich aus hier. Das ist doch echt schick im Herbst. So. Jetzt weitermachen. Jetzt ist natürlich die große Frage, gibt es noch andere Aufträge, die ich später noch machen kann mit den gleichen Geräten? Das wäre natürlich super, ne? Also die gleichen Geräte verwenden, wie hier fürs Maisernten. Den gleichen Mähdrescher und so weiter. So, wieder zurück. Sauber. Tipptopp. Und dafür dann einfach nichts weiteres ausleihen zu müssen. Das ist ja immer, ja, the way to go eigentlich, ne? Und jetzt habe ich natürlich noch wieder, was ich heute noch gar nicht gemacht habe, fällt mir auch noch gerade ein. Ich habe noch gar nicht in die Aufträge rein, in die Sonderangebote reingeguckt. Da müssen wir auch gleich nochmal reingucken. Sonderangebote, vielleicht gibt es da ja noch was Gutes, was ich mir noch mitnehmen kann. Das wäre doch nicht schlecht, oder? Schön ein paar Sonderaufträge, ein paar Sonderangebote, ein paar Rabatte. Vielleicht gibt es ja irgendein gutes Item. Also ein Traktor oder sowas, den ich mir mitnehmen kann. Ansonsten habe ich im Vergleich zum vorherigen Video, habe ich noch weitere Aufträge gemacht. Ihr seht es wahrscheinlich auch oben am Geld. Mittlerweile 126.000 Euronen. Das schmeckt natürlich. Und dementsprechend, demzufolge, wäre ich jetzt eigentlich schon in der Lage, mir den nächsten Acker zu leisten. Was wir allerdings dann gleich erst machen. Also, möglicherweise ist das Geld ausreichend und ich gucke mir dann gleich Ackerfläche an oder Grundstücke sind das ja eigentlich. Ich gucke mir Grundstücke an, die, da gehen wir rein, die vielleicht schon in Frage kämen, um sie zu kaufen.
Möglicherweise gibt es ja irgendein gutes Grundstück, im Idealfall nicht so weit weg von meinem Hof. Und im zweiten Idealfall, ja, da müssen wir rein. Was das? So gerade, ey. Ja, genau sogar. Perfekt. Also, schön quadratische Grundstücke oder schön quadratische Ackerfläche, damit die Helfer da gut zurechtkommen. Und schön groß das Ganze. Mächtig groß. Das wäre halt ideal, damit wir da eben auch ordentlich, damit es sich einfach lohnt, ne? Ordentlich Fläche haben. So, wie sieht das aus hier? 99, willst du mich verkohlen? Da muss ich jetzt nochmal eben hier ein bisschen fahren. Das 1%, das werden wir ja wohl mal eben hier abernten können, oder? Zack. Komm, mach mal eben hier an. Zack, 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 zack. 1% hier. Ich weiß nicht, wie viel 1% in dem Gerät ist. Im Verhältnis zu 1% im... Gehen wir mal so von ungefähr 5 aus. 5% hier sind vielleicht 1% da. So, mal eben schnell wieder ausmachen. Und dann lasse ich den jetzt hier gleich weiterfahren. So, mal eben noch das 1% hier rein, damit ich losfahren kann. Und es sind 2 zu 1. Okay, das passt doch. So, jetzt schnell wieder hier zurück auf die Bahn. Jetzt kommt hier aber ein Helfer drauf. Rückwärtsgang. Und dann lassen wir gleich hier schön den Helfer mal eben die Bahn weiter durchziehen. Und in der Zwischenzeit bringe ich den großen Hänger weg. Der beinhaltet jetzt Mais von einem kleinen Feld, von einem mittelgroßen Feld und die ersten Bahnen hiervon. Also da geht wahnsinnig viel rein. So, passt soweit. Sitzt drinne und ich kann losfahren. Und zwar jetzt auch wieder zu John's Farmers Markt. Da bringen wir jetzt erstmal alles weg. Also, erstmal nochmal schnell natürlich Kontrolle machen. Ist das auch alles richtig hier? Feld 11 sind wir gerade dran. Das sind die beiden, die schon fertig sind. Und das ist alles John's Farmers Markt. Okay. Also, hin damit. Abladen und damit sollten doch an für sich schon beide Aufträge auch fertig sein. Mit einer Fuhre hier. Plus auch der nächste. So. Ganz, ganz, ganz krasser Anhänger. Ne? Der schiebt das einfach hinten so raus. Das ist auch einfach der Hammer. Zack, der nimmt einfach die gesamte Ladung, zack, und drückt die da so raus. Verrückt. Aber witzige Idee, ey. Und dann läuft das. So, 26% vom Feld Nummer 11 sind auch schon fertig. Das ist gut. Also schnell zurück, wieder voll machen. Und dann haben wir doch hier alles erledigt und gucken uns an, was wir noch so kaufen können. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Soll ich schon mal hinkommen? Ich fahre schon mal hin. Vielleicht kann ich ja ein bisschen was rausziehen schon. Ja, da vorne die paar Halme, die nehme ich auf jeden Fall auch gleich noch mit. Fährt er jetzt hier ordentlich durch? Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht vernünftig aus. Oben in der Kammer ist auch noch einiges drin. Tempomat ist auch noch eingestellt auf 10 km/h. Das ist gut. Das heißt, wir können uns jetzt schön daneben stellen. Tempomat einschalten. Na, vielleicht fahren wir ein bisschen schneller. So. Und dann lübt das Ganze doch. Direkt abpumpen hier. Richtig nice. Richtig nice. Ohne Flachs, so mit den großen Dingern, mit den großen Maschinen. Ist schon immer wieder beeindruckend, gerade auch mit dem Mais und so, macht das immer wieder Bock. Sehr, sehr, sehr cool mit den Erntern. So, jetzt bin ich gespannt, was er hier macht. Zieht er trotzdem weiter durch? Gucken wir mal. Oder fährt er gleich, gibt er einfach gleich Gas? Naja, da gibt er jetzt einfach Gas, mäht er einfach so drüber, zapp, zapp. Okay. Ja, den stellen wir jetzt gleich erstmal ein bisschen zur Seite. Jetzt haben wir da ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit gucken wir auch schon mal, welche Felder es denn noch so gibt. Also, welche Ländereien gäbe es?
Gucken wir mal nach Land. Und wenn wir jetzt ungefähr rechnen, nehmen wir vielleicht erstmal so 120.000, das, was wir haben. Hätten wir dieses Feld für 114.000, habe ich ja schon mehrfach gesagt, wäre schon richtig, richtig nice. Hier sind wir bei 300, 200, hier bei den Großen. Auch über 200, 150. Dann war natürlich immer noch die Überlegung, dass hier mit diesem Grundstück, aber auch 150, das würde ich wahrscheinlich sogar auch noch zusammenkriegen, die 150. Andererseits, ich glaube, ich mache das einfach zusammenhängend, ne? Oder guck mal hier. Auch nicht schlecht. Also das Feld will ich gerade nicht, weil da im Moment Möhren drauf sind. Aber ich liebäugle wirklich mit dem Feld. Ich glaube, ich mache das auch gleich. Ich kaufe das gleich einfach. 114.000 kostet es. Kontostand 125.000 zurzeit. Und die Aufträge kommen noch dazu. Und wir kriegen natürlich im Januar noch ordentlich Cash wieder rein. Und ich würde dann das Feld jetzt gleich dann sogar auch schon wieder einsäen mit Gras, sodass dann das Gras den ganzen Winter über Zeit hat zu wachsen, wenn es denn wächst. Oder zumindest jetzt schon mal den Herbst über, Oktober, November, ja, vielleicht dann im Januar oder sowas, dann ist es zumindest ausreichend von den Wachstumsstufen, sollte es zumindest. Und dann passt das hoffentlich. Ja, ich würde sagen, ich mähe jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen weiter rum. Sehe zu, dass das gleich hier alles läuft. So. Und wenn das gleich hier so einigermaßen fertig ist, dann kaufen wir uns einen neuen Acker. Geile Sache. So, die letzten Bahnen laufen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich glaube, nach der Bahn, ja, gebe ich noch mal kurz ein bisschen ab hier, ab in den Hänger umfüllen. So, kurz ausmachen. Und dann gucken wir, während er fährt, doch gleich auch noch mal rein hier in die Angebote. Vielleicht gibt es ja noch was Spannendes. So, einmal vorne reinkippen, einmal hinten reinkippen. Zum Schluss gleich nochmal in der Mitte. Und dann haben wir es doch hier. 60%, ja, dann sollte ich gleich einmal durch sein. Und das sollte auch an für sich alles noch hier in den Hänger reinpassen. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, viele Diskussionen heute auch nochmal im Stream, ob es nicht schon sinnvoll wäre, ein bisschen was einzubunkern hier von der ganzen Saat, die man jetzt ja hier erntet. Allerdings farme ich nach wie vor erstmal noch ausreichend Cash. Und wenn ich jetzt halt was einbunker, wäre das halt nach wie vor erstmal nur totes Kapital, was halt einfach irgendwo rumliegt. Und das kann ich mir halt momentan noch nicht leisten, einfach irgendwo was hinzustellen, was mir nichts bringt. Dafür habe ich schon genug Geräte rumstehen, die die ganze Zeit quasi nichts bringen. Das ist schon genug totes Kapital. Ja, jetzt müssen wir gucken. Nächstes Feld, was halt dann wieder ein bisschen Cash reinbringt und kontinuierlich dann eben auch wieder Geld reinbringt, Monat für Monat oder zumindest alle 2, 3 Monate, dann wäre das doch schon mal ganz gut. Ja, das haben wir doch schon gesehen. Das ist der Striegel, da habe ich schon überlegt, ob es sich nicht lohnen würde, den Striegel hier zu kaufen und meinen zu verkaufen. Da hätte ich, glaube ich, einen Gewinn gehabt von 200 Euro Differenz. Aber ich weiß ja nicht, wie heile jetzt dieses Gerät ist. Vielleicht hat das ja auch schon einen leichten Schaden. Dann hätte ich das also auch wieder reparieren müssen. Hätte ich also nichts gehabt und nichts gewonnen. Das brauche ich alles nicht. Und es gibt tatsächlich einen Traktor.
Es ist tatsächlich ein Traktor drin. Da hätte ich ja doch einfach nur noch mal ein bisschen länger warten müssen. Hätte ich tatsächlich noch einen geilen Traktor bekommen. Da. Und ihr sagt immer, da kommen keine Traktoren rein. Siehst du mal, da muss er gleich erstmal gucken. Da steht tatsächlich ein Traktor drin. Und ich glaube, diesmal ein richtiger. Also nicht hier so ein komischer, der nur für Weintrauben ist oder irgendwie sowas. So ein Spezialgerät. Sondern ein richtiger, ein echter. So, die Bahn nochmal durchziehen. Und dann ist der Acker fertig. Sauber. So, jetzt nochmal schnell gucken. Traktor hier. Cetor Crystal. Alter, der Crystal. Turbo. Yo. Cetor Crystal Turbo. Reifen. Guck mal, hier Pflegebereifung drauf. Das sieht ja noch schlimmer aus, ne, mit Pflegebereifung. Andere Farbe. Ja, nee, ich glaube, mit dem fancy Ferrari Rot kommt das schon gut. Da kommt er schon böse. Und hinten nur, boah, brauche ich das? Der kostet 25.000. Der kostet 25.000. Da passen 200 Liter rein, fährt 25 km/h, super langsam. 150 PS. 150 PS, 60% Rabatt. Oha. 60% Rabattaktion auf den Traktor. Weil den keiner haben will. Aber ist das nicht vielleicht sogar so ein Dingen? Reicht das nicht? Ich überlege gerade schon die ganze Zeit. Reicht das nicht für so Aufträge? Für so... Aber dafür habe ich ja meinen kleinen grünen noch, ne? Der reicht ja eigentlich dann auch. Für die kleinen Aufträge. Hm. 25.000. Aber dann habe ich nur noch 100.000. Ja, und dann fehlen mir natürlich wieder die Kohlen für einen... So, fertig. Dann fehlen mir wieder die Kohlen... Ach, guck mal, hier ist auch noch was drin. Oh, oh, oh. Für einen Feld. Nee, dann lieber das Geld in ein Feld stecken. Da habe ich mehr von. So ein Traktor steht halt auch wieder nur rum. Dann machen wir das lieber so. 25.000. Könnte noch ein Helfer extra fahren, ne? Könnte extra grubbern oder so. Nee. Wir sparen mal lieber noch ein bisschen was. So, letzte Ladung. Schön will ich reinjubeln. Erste Mal, dass ich hier so ein Umladedingens verwende. Aber tatsächlich ganz praktisch, gerade wenn man eben einen hat, der längere Zeit wegfahren muss, um alles loszuwerden. Da ist das schon ganz cool. Ist er jetzt drin? Ja, ist er. Dann ist das schon ganz gut. So, wenn das jetzt weg ist, dann alle Aufträge abgeben und Zahltag. So, raus mit dem letzten Mais. Alles rein und alles zu Cash machen. Und wenn ich im nächsten Jahr zur gleichen Zeit unterwegs bin und dann jetzt ungefähr wieder 200.000 an Kapital zusammen habe, dann kann ich für 200.000 mir ein Silo holen. So ein Gemischtwaren-Silo hier. Und dann können sämtliche überschüssigen Getreidearten, die können dann schon in das Silo rein. Dann wird schon mal angespart. Und dann geht's ab in die Fischzucht. Also ich denke mal, ein Jahr wird es noch ungefähr brauchen, bis die Kohlen da sind, bis das kontinuierlich läuft mit dem Geld und ich dann ausreichend Geld auch habe, um ausreichend Felder zu haben, die ich dann mit den verschiedenen Fruchtarten anpflanzen kann, damit ich die Fische versorgen kann. So, wir haben hier jede Menge Aufträge. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, da oben. 4, kann das sein? 4 Aufträge sollten es sein. Abgeschlossen. Das ist doch gut.
Das ist doch gut. Zack, 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 zack. Raus damit. 143.000. Das ist gut, ey. Das ist richtig gut. Und das heißt, wir gucken. Ich muss noch mal gucken, ne? Ich muss noch mal eben hier durch die Welt und gucken, wo es so Land gibt. Guck mal, es kostet 300.000, aber es ist auch riesig. Ich glaube, das Beste momentan. Das Beste momentan für das Geld und vor allem für die Nähe ist wirklich Feld 5. Und ich kaufe jetzt Feld 5. 114.000. Alter. Mein neuer Acker. Mein neuer Acker. Juhu. Und den will ich gerade gar nicht, weil der komplett voll ist mit Möhren, Alter. Und wenn ich mir so ein Möhrending ausleihen muss zum Rausruppen, kostet mich das 36.000 zum Ausleihen einfach das Gerät schon. Katastrophe. Und guck mal, hier ist Unkraut drauf. Unkraut groß. Vielleicht kann ich das sogar, vielleicht kann ich das Unkraut abernten, ne? 50% gedüngt. Alter, ich werde jetzt gleich mal drüber breddern. Vielleicht das Ganze nochmal düngen oder sowas. Ich versuche das mal abzuernten. Mal gucken, ob da was bei rumkommt. Und dann wird das eingesät. Dann kommt da Gras drauf. Ich sage dir. Silage. Oh. So. Dann testen wir mal, ob wir hier Unkraut ernten können. Ich weiß es nicht. Aber man lernt ja nicht aus, ne? Irgendwann werde ich das wissen. Kann man hier Unkraut abernten oder nicht? Sag mal, bin ich dumm oder was? Ich habe das verkehrt rum angestellt hier. Nee, ne? Tatsache. Warum habe ich das denn so dahingestellt? Und vor allem wie? Wer hat das denn abgestellt? Welche Halunke? Katastrophe. Okay, dann fangen wir vorne an. Dann das zweite Ding da dran. So. Jetzt sag mal, wieder denn nochmal was? Aha. Geh doch. Ah, ich dachte mir gerade, was ist denn da jetzt passiert? So, jetzt auch mal schnell hier zum neuen eigenen Acker. Ist das der Hammer, ey? Schon mal direkt hier vorne und hinten ausklappen. Und dann gucken wir mal, wie das sich gleich hier macht. Steuerung V, beides senken. Dann hinteres Fahrwerk, nochmal einen Meter weiter ausfahren. Zack, linke Maustaste, rechte Maustaste. So, Schwartablage ist alles richtig. Vorne und hinten aktivieren. Und können wir hier Unkraut mähen? Nö. Nö. Nö, nö, nö. Also, Unkraut macht gar nichts. Das Einzige, was wir hier mähen könnten, wäre der Rand. Das heißt, ich fahre jetzt einmal am Rand entlang. Da sollten doch auch irgendwie ein, zwei Ballen bei rumkommen. Und dann war es das. Ja. Das war's dann. Hier nochmal schön lang. Aber auch hier ist natürlich gucken, dass es so einigermaßen eine gerade Linie wird. Damit ich da gleich hier schön mit dem Teil einmal drüber kann. Und weißt du was? Währenddessen, das machen wir mal direkt als erstes hier, währenddessen kommt hier mal eben ein Helfer drauf. Und der macht mal eben hier schon mal die Einsaat. Nee, warte mal, muss ich das grubbern? Oh, ich weiß das doch alles nicht, Mann. Soll ich das mal grubbern, weil da ja nichts drauf ist? Bringt's das? Ich muss das testen. Das heißt, ich werde mal eben eine Bahn grubbern und dann gucken, was dann da passiert. Und genauso auch einmal drüber düngen. Vielleicht muss ich da düngen? Da muss ich mir mal genau angucken, was bei dem Feld dann da steht. Ob dann da irgendwas Besonderes steht. So, warte mal. Jetzt im Moment steht jetzt hier einfach nur drauf
gehört dir, gedüngt 50%, Unkraut, in Klammern Herbizid, vonnöten. Ja, Herbizid bin ich ja kein Fan von, also lassen wir das weg. Wir nehmen einfach das Beikraut hier und nutzen das und pflügen das einfach hier unter. Ist doch mega gut. So, wie sieht das jetzt aus? Einmal hier drüber gezogen. Unkraut striegeln. Unkraut Herbizid. Was ist denn, wenn ich hier direkt den Striegel hole? Siehst du, das sind so Fragen. Da muss man doch mal erstmal gucken, ne? Wie das so läuft. Also, angekoppelt und aufs Feld damit. So, und dann machen wir direkt daneben auch nochmal hier so eine Bahn. Runter damit. Und mal eben hier ein bisschen drüber striegeln. Oha. Oha, oha. Da bleibt das Unkraut stehen. Also, ich habe nochmal einen größeren Streifen gemacht. Hier ist jetzt, gehört dir, gedüngt, Unkraut wachsend, Striegel. Also, hier sagt er jetzt nach dem Grubbern, bitte striegeln. Hier, wo es jetzt gestriegelt wurde, aber auch schon eingesät, sagt er trotzdem noch, dass das Unkraut wächst. Und ich befürchte einfach, dass ich hier gleich nochmal eine Runde striegeln muss, beziehungsweise erst tatsächlich grubbern und dann striegeln. Also runter damit. Jetzt wird hier gestriegelt. So. Das bedeutet, jetzt müsste ich hier eigentlich kein Unkraut wachsen striegeln. Und jetzt mit Gras einsäen. Unkraut groß. Unkraut wachsend Herbizid. Unkraut striegeln. Ich komme komplett nicht klar, ne? Aber ich glaube, es ist einfach wie bei dem Nachbarfeld. Gedüngt, muss gepflügt werden, muss gewalzt werden. Und das muss ich alles nicht. Also ja, vielleicht schon, um nochmal mehr Ertragsbonus. Weißt du was? Ich mache jetzt den Grubber weg. Und mache jetzt hier gleich den... Und macht da jetzt gleich einen Helfer rein. Der soll jetzt hier gleich einfach komplett alles einsäen und gut ist. Und fertig ist. Komplett hier alles einsäen. Gras drauf und gut. So, nochmal richtig ausgerichtet. Dann das vordere Teil lassen wir jetzt einfach drauf für den Spaß. Ich hoffe, der Helfer kommt damit klar. Hintere Teil senken, aktivieren. Jetzt soll er hier schön durchziehen. Ich hoffe, dass er jetzt das merkt. Helfer rein. Und er zieht durch. Ja, perfekt. Und genauso gehen wir jetzt hier rein. Alles wieder aktivieren. Mal eben hier schön drüber mähen. Und dementsprechend mähe ich jetzt natürlich hier auch ein... Ist alles an? Das sieht so wenig aus, Alter. Da kommt gar nichts mehr rum. Ich werde hier gerade beschissen, Alter. Wo sind meine grünen Haufen hier, ey? Ich werde gerade wirklich beschissen. Wo ist mein Grünzeug? Alter, hier wird mein Grünzeug abgemäht und dann kriege ich das nicht mal. Tatsache, ich kriege einfach nichts dafür. Na, dann kann ich das auch lassen, ne? Da kriege ich nicht mal einen Ballen jetzt raus für das bisschen am Anfang. Das lasse ich einfach liegen fürs nächste Mal. Weil so bleibt ja hier nichts hängen, ne? Sieht zwar schön glatt gemäht aus. Ist das auch überhaupt mein Grundstück hier? Guck mal. Das schon nicht mehr, okay. Aber hier alle... Ah, hier geht's wieder. Hier geht es wieder. Vorsicht bitte. Na, das wäre doch was, ey. Machen wir hier nochmal am Rand mit.
Boah, das ist doch so einigermaßen. Also sag mal, einen Ballen werde ich wohl kriegen damit. Ja, einen Ballen kriege ich doch zusammen. So, und er mäht jetzt hier schön. Er mäht jetzt hier schön konstant. Er, jetzt wird hier eingesät. Das ist doch der Hammer. Alter Falter. Und das wird hier alles schön Grasfläche. Tip top. So, erstmal hier alles hochmachen. Dann fahre ich mal eben hier ein Ballen zusammen. Und in der Zwischenzeit haben wir hier vielleicht schon gleich überall Gras drauf, oder? 6% sind noch drin vom letzten Einsatz. Jedes Prozent hilft natürlich. Und ich versuche hier erstmal alles mitzunehmen an Gras, was so einigermaßen reingeht. Aber ich glaube, das sieht tatsächlich ganz gut aus hier. Na komm. Das sieht doch, glaube ich, ganz gut aus mit der Menge. Wenn ich jetzt das hier zusammenrechne mit dem, was es da oben noch gibt, dann sollte das doch ganz gut passen. So, komm. Letzte Gras auch noch mitnehmen hier. So, nochmal so ein bisschen hier in Position fahren. Und dann alles. Ja, so passt das. Das ist einfach nice, ne? Diese große Schwadablage hier ist doch der Hammer. Alter, hier gehen vielleicht sogar noch zwei Ballen. Guck mal hier. Guck mal hier. Das nehmen wir auch noch mit. Zack, war nicht viel, aber... Und ich bin bei 97%. Warte mal. Vielleicht kriege ich hier tatsächlich mit allen Fitzelchen... Ne. 97, mehr hat sich nicht getan. Aber da hinten liegt noch ein bisschen was. Vielleicht kriege ich doch noch einen ganzen. Also einen zweiten ganzen. So, er zieht hier schön durch. Ich bin allerdings immer noch bei den 97%. Na klar. Frisch eingesät, erstmal drüber brettern. Kriegen wir hier die Häufchen nicht mal eben mit. Warte mal. Ja, und es hat tatsächlich gereicht. Aber das ist ja immer noch der Punkt, 97%. Und dann geht es ja noch in die Hauptkammer sozusagen. Das ist ja erstmal das Vorgefüllte, Vorgepresste. Und dann kommt hier nochmal der Rest. Und jetzt reicht es tatsächlich ja nicht für einen ganzen Ballen mehr. Aber ich nehme es trotzdem alles mit. Fürs nächste Mal. Dann ist da schon mal einiges wieder drin. Ah, und da hinten quer geht auch noch. Na guck. Haben wir hier schön einen Ballen. Oh, das ist gar nicht so wenig, ja. Da vertue ich mal nicht. Den müssen wir aber schön gleich wegfahren, damit der Bot da nicht gleich gegenbreddert. So, nochmal wieder richtig ausgerichtet und dann schön, jawohl, alles einsammeln. Und auch das sieht doch ganz gut aus. Guck mal hier. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Hör doch mal auf. 100%. Perfekt. Aber auf den Punkt. Das ist ja der Hammer. Zwei Ballen nur aus dem Rand. Nice, Alter. So, sehr gut. Zack, abgelegt. Weg mit der Karre. Alles erledigt. So, der kann aus. Das ist ja tipptopp. Und er zieht hier schön seine Bahn. Ja, da muss ich aber auch sagen, der Job ist aber auch wirklich, uff. Uff, uff, uff. Also mit dem kleinen Gerät hier einsäen. Apropos einsäen, wie weit ist er denn? Wir haben noch 116 Liter drin, 57% gefüllt. Nee, doch. Also das geht noch ganz gut, aber ich werde auf jeden Fall nachfüllen müssen. Da geht noch, ja, nochmal so der Streifen, ne, 50%. Aber für die gesamte Fläche wird das nicht reichen. Da muss ich zwischendurch nochmal zum Shop. Das Saatgut-Bag, das liegt da ja schon seit Wochen und Monaten rum. Mann. Das war jetzt aber auch ein Akt. Ja, ich habe mittlerweile den Helfer entlassen und dann doch noch alles selber gemacht, denn es war halt sonst nichts mehr zu tun. Und bevor mir der Helfer hier quasi das Geld aus der Tasche zieht, das letzte, was ich habe, ja, mache ich das natürlich eben mal selber.
und sehe mal eben komplett den riesen neuen Acker ein mit Gras. Alter, richtig, richtig gut. Und damit haben wir es. Fertig. Alles eingesät, komplett alles hier auf Gras. Richtig, richtig nice. Wir gucken hier vorne der Zipfel. Doch, ist alles soweit richtig. Ja. Und jetzt haben wir hier einen riesen Acker. Mal eben aussteigen. Der Stufe 1 Wachstumsphase von 3 hat für Gras. Das ist doch top. So, das eben hoch. Und dann brettern wir mal eben zurück in die Base. Und dann haben wir es doch. Das war, glaube ich, ein ziemlich heftiger Monat, der Oktober. Und ich werde nochmal natürlich ein bisschen reingucken, ob es irgendwelche Aufträge gibt. Ob es noch irgendwas gibt, was vielleicht doch noch spannend ist. Aber ansonsten gehen wir dann tatsächlich schon in den nächsten Monat. Und dann, ja, dann haben wir es. Dann machen wir uns so langsam auch winterfest hier wieder. Dann ist nämlich alles sozusagen durch. Und ja, vielleicht kommen noch irgendwelche Winteraufträge oder so rein, die irgendwo interessant sind. Aber im Großen und Ganzen ist es das, glaube ich. So, genug hier alles sauber gemacht. Wegfahren das Ganze. Ja, und für das Striegeln überlege ich natürlich auch direkt wieder einen größeren Striegel zu holen. Denn das ist ja wirklich eine Qual mit diesem schmalen Gerät. Oder man lässt es tatsächlich im Laufe des Tages, während man andere Aufgaben macht, dann einfach tatsächlich auch nochmal einen Helfer machen. Und dann ist das gut. Ne? Dann macht der Helfer das schön, fährt er schön seine Bahn mit dem Striegel. Jetzt muss sie ja nicht mehr gesät werden. Das heißt, es geht vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. So, zack, abstellen. Und damit haben wir es. Der gesamte Fuhrpark steht wieder bereit. Und abstellen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir dann wieder rein, was es alles Neues gibt. Es geht vorwärts. Es geht vorwärts. Und jetzt zum Neujahr sozusagen wird auch das hier alles verkauft. Das ist alles vom Feld 71 ist hier nochmal ganz viel übrig geblieben. Also das wird alles dann im Januar verkauft. Genauso wie der Honig, der geht im Februar raus, alles zu den Bestpreismonaten. Und dann haben wir auch wieder ordentlich Cash in a Tash. Ja, und als nächstes gucken wir, wie es dann weitergeht halt hier im Winter. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.